Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich denke, trotz all der Diskussion hier ist heute ein richtig guter Tag. Wir beraten in erster Lesung das Gesetz der Bundesregierung zum weiteren qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung. Und ich finde, das sollte nach meinem Empfinden ein Gesetz sein, das spätestens ganz am Ende der Beratung auf ganz, ganz breite Zustimmung von allen stoßen sollte. Seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren durch die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen hat sich die Betreuungsquote in diesem Bereich fast verdoppelt. Rund 720.000 betreute Kinder im U3-Bereich. Diese Leistung nicht nur des Bundes, sondern auch einiger Länder und vor allem der Kommunen vor Ort muss man einmal anerkennen. Mit den nun zusätzlichen 1,126 Milliarden bis zum Jahr 2020 wollen wir, wie bereits mehrfach gesagt, 100.000 neue Betreuungsplätze schaffen. Und ich möchte noch mal deutlich machen, dass wir zum ersten Mal auch die Förderung neuer Plätze für über 3-jährige Kinder ermöglichen. Trotz der bereits seit langem hohen Betreuungsquote bei über 3-Jährigen stellen wir eben auch in diesem Bereich einen wachsenden Bedarf fest. Das freut uns und dem wollen wir Rechnung tragen. Es unterstreicht, der Bund steht weiterhin zu seiner Verantwortung. Er steht an der Seite der Familien und an der Seite der Alleinerziehenden. Aber der Bund ist nicht alleine verantwortlich. Es ist doch weiterhin eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen notwendig. Aus meiner Heimatstadt, in meiner Heimatstadt Gifhorn weiß ich, wie sehr sich Kommunen oftmals strecken müssen. Sie sind es, die vor Ort den Spagat zwischen den berechtigten Forderungen der Eltern nach einem ausreichenden, qualitativen, guten Betreuungsangebot für die Kinder auf der einen Seite und den Bedürfnissen einer zukunftsfähigen Haushaltsführung auf der anderen Seite machen müssen. Sie spüren den steigenden Bedarf am allerdeutlichsten und sind dem daraus resultierenden Druck am stärksten ausgesetzt. Wir als Bund machen uns dafür stark, diesen Druck zu lindern. Als Große Koalition haben wir die Kommunen in den letzten Jahren in Milliardenhöhe entlastet. Wir als Union haben unsere Politik für starke Kommunen fortgesetzt. Sie liegen uns ganz besonders am Herzen. Und man darf auch nicht vergessen, auch die Bundesländer haben in unserer Regierungszeit ungemein davon profitiert. Da verwundert es mich umso mehr, was ich nun aus meinem Heimatland Niedersachsen hören muss. Angeblich möchte die rot-grüne Landesregierung die Förderhöhe beim Ausbau der Kinderbetreuung senken. So sollen Krippenplätze statt mit 12.000 nur noch maximal mit 9.500 Euro und Plätze in der Kindertagespflege mit nur noch 2.500 Euro statt der bisherigen maximalen 4.000 Euro gefördert werden. Diese Befürchtung hat der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund in einem Schreiben Anfang März formuliert. Und ich muss sagen, die Landesregierung hat diese Sorge bisher leider noch nicht zerstreuen können. Und ich sage Ihnen, das sorgt für Unverständnis und vor allem für Unruhe in den Kommunen. Und bei mir persönlich stärkt es doch wieder einmal mehr die Sorge, dass erneut mit Bundesgeldern nicht so umgegangen wird, wie wir uns das wünschen. Deshalb habe ich auch Bedenken, 2 der 3 Forderungen in der Stellungnahme des Bundesrates zu folgen. Zum einen wird von Seiten der Bundesländer gefordert, Steigerungen in der Qualität, losgelöst von der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze über dieses Investitionsprogramm zu fördern. Aber dieses widerspricht schlichtweg dem primären Ziel dieses Gesetzes. Es geht hier nun mal nicht zunächst erstmal um die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze. Sie haben es angemahnt, wir brauchen zusätzliche Plätze. Trotzdem wollen wir, wie es ja auch im Titel des Gesetzes zu lesen ist, qualitätssteigernden Maßnahmen auch nicht im Wege stehen und diese auch fördern. Und besonders, wenn die Alternative der Wegfall der Betreuungsplätze sein würde. Die Anforderungen und Auflagen an die Einrichtungen sind gestiegen, zum Beispiel auch bei der Essensversorgung, nicht nur bei der Bewegung. Wenn zum Beispiel in diesem Zusammenhang Küchen in den Einrichtungen den neuen Bedingungen angepasst werden müssen, so soll das durchaus möglich sein. Darüber hinaus haben wir auch schon eine Vielzahl von Förderprogrammen auf den Weg gebracht, die gezielt die Qualität in den Kinderbetreuungseinrichtungen fördern. Ich möchte hier nur kurz das Kita-Plus-Programm für erweiterte Öffnungszeiten, das neue Programm zum Kita-Einstieg oder die Sprachkitas, für die allein insgesamt rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt wurden, nennen. Grundsätzlich aber sollten wir die bestehende Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen auch nicht schlechter reden, als sie ist. Wir wissen, dass das Fachkräfteniveau und der Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen trotz des massiven Ausbaus des Angebotes mindestens auf dem gleichen Niveau geblieben ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich finde die Ausweitung der Qualität in der Kinderbetreuung sehr gut, wichtig und richtig.
Wir sollten hier aber jetzt heute nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen und uns bei gleichbleibend gutem Qualitätsniveau zunächst erstmal auf die Deckung des Bedarfs fokussieren, der eindeutig und unbestritten vorhanden ist. Ähnliches gilt in meinen Augen übrigens auch für die Beitragsfreiheit von Kinderbetreuung. Da bin ich bei meinen Kollegen Wallenberg und Brandner. Auch ich stehe einer pauschalen Abschaffung der Elternbeiträge kritisch gegenüber, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns immer noch darum bemühen, für eine weiter steigende Nachfrage ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Und erst am Anfang des weiten Weges zu beispielsweise flexibleren Öffnungszeiten, mehr Fachkräften und kleineren Gruppen in unseren Betreuungseinrichtungen stehen. Ich halte derzeit Elternbeträge für eine wichtige Säule der Finanzierung des Angebots, solange sie nicht Einzelne vom Angebot ausschließen. Und um das zu verhindern, Herr Rix, halte ich eine gut durchdachte Sozialstaffelung der Beiträge für zielführend und, wie der Name sagt, im Übrigen auch deutlich sozial gerechter als eine pauschale Beitragsbefreiung. Und wenn es dann aber auch schon jetzt kostenfreie Kitas geben soll, dann bitte nicht zulasten der Qualität, und das geschieht leider viel zu oft, wird es auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen, und das trifft immer die Schwächsten. Zurück aber kurz zu den Forderungen des Bundesrates. In einem zweiten Punkt wünschen sich die Bundesländer, dass eine Bagatellgrenze eingezogen wird. So soll bei einer Förderung bis 1.000 Euro diese vom Bund in voller Höhe getragen werden. Ich bin nun keine Juristin und möchte daher die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit dieser Forderung den Experten überlassen. Ich empfinde aber eine mögliche Kostenteilung bei Einzelmaßnahmen von 90% für den Bund und 10% für alle anderen Beteiligten als äußerst fair. Und wenn es gelingen kann, mit einem so geringen Beitrag von unter 1.000 Euro einen Platz zu erhalten, sollte es doch nicht an den 1.000 Euro Unterstützung durch das Bundesland scheitern. Über eine Verlängerung der Fristen, wie auch von den Bundesländern gefordert, sollten wir alle im Sinne der Kommunen noch einmal intensiv beraten. Wir wissen um die Herausforderungen, vor denen die kommunalen Verwaltungen zurzeit stehen. Aus dem laufenden Programm ist es bisher auch erst 3 Bundesländern gelungen, Mittel in voller Höhe zu bewilligen, darunter Niedersachsen, jetzt lobe ich mal mein Heimatland. Und lieber Paul Lehrieder, ich hoffe, du wirst die Nachricht überstehen, diesmal nicht der Freistaat ganz im Süden unseres Landes. Insgesamt liegt uns hier meines Erachtens ein bereits sehr, sehr guter Gesetzentwurf vor. Ich bin gespannt auf die Anhörung in der kommenden Woche, auf die weiteren Beratungen und hoffe, dass wir uns im Sinne unserer Familien, unserer Kinder auch einigen werden und dieses gute Gesetz auf den Weg bringen. Ich danke Ihnen. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell.